Rtanj ist ein Berg in Serbien, gehüllt in verschiedene Legenden und Geschichten, der sogar den berühmten britischen SF-Autor Arthur Clarke vor einigen Jahrzehnten angezogen hatte. Der Berg Rtanj ist eine von den Schönheiten im östlichen Serbien. Neben Legenden gibt es tatsächlich schriftliche Aufzeichnungen darüber, dass römische Legionäre nach Schlachten hierher kamen, weil ihre Wunden schneller heilten. Heute weiß man mit Sicherheit, dass die Winde dieses Gebiet sehr gesund machen. Dies war auch das Motiv für den Bau des Ethnozentrums Rtanj Balašević am Fuß des Berges, das eine Oase in der Oase darstellt. Architektonisch ist es vollständig der umliegenden Landschaft angepasst und zusammen mit dem Hotel, dessen Aussehen an volkstümliche Bautradition erinnert und das vollen Komfort bietet, gibt es auch Dutzende authentische Häuser, die mehr als ein Jahrhundert alt sind und die aus den umliegenden Siedlungen hierher verlegt wurden. Das Ethnozentrum Balašević bietet seinen Gästen aktiven Urlaub durch Wandern, Tennis, Volleyball, Fußball, Gleitschirmfliegen, während für Jäger die Jagd nach Wildschweinen, Wildziegen, Rehen und Fasanen organisiert ist. Rtanj steht als Tor zum östlichen Serbien. Rund 200 Kilometer von Belgrad entfernt liegt er in der Nähe der Stadt Paracin und Sokobanja, der archäologischen Fundstätte Felix Romuljana sowie der berühmten Erdhäuser Pimnica von Rajec, einer in Europa einzigartigen Weinstadt. Der Berg ist Teil des Karpatensystems und ist ein Kalksteinmassiv in der Form einer riesigen Pyramide. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Form und bestehender Magnet- und Schwereabweichungen, was Rtanj eine mystische Aura verleiht, überfliegen Flugzeuge dieses Gebiet nicht. Die Bewohner werden sagen, dass dies kein Zufall sei, denn oft steht eine Wolke über dem Berg wie eine Aureole. Von den zahlreichen Legenden wird die von dem großen Schatz eines Zauberers, der tief in den Bergen versteckt liegt, erzählt. Es kann sein, dass die Legende von der Tatsache stammt, dass es vor dem Zweiten Weltkrieg auf Rtanj eine Mine gab, Eigentum des Juden Julius Minch. Die Erinnerung an seine Frau und seine Großzügigkeit haben die Einheimischen bis heute erhalten, da sie regelmäßig die Kapelle St. George besuchen, die auf dem Šiljak-Gipfel, dem auf Rtanj höchsten Punkt auf 1570 Metern, gebaut wurde. Es ist interessant, dass sich die Nord- und Südseite des Berges stark in Flora und Fauna unterscheiden. Der Nordhang steigt steil aus dem Tal des Flusses Crna Reka empor und die fast senkrechten Felswände bieten ideale Nistplätze für Raubvögel. Die Nordseite hat auch ein härteres Klima als die Südseite und aus diesem Grund haben hier einige Reliktpflanzen überlebt, die aus der fernen Vergangenheit unseres Planeten stammen. Aufgrund des milden Klimas sind die südlichen Hänge mit Wiesen bedeckt, auf welchen Brombeeren, Bergminze und eine endemische Art der Nelke wachsen. Jedoch ist die bei weitem bekannteste Pflanze der sogenannte Rtanj-Tee. Laut mündlicher Überlieferung wurde sie vor vielen Jahrhunderten von den Türken in ihren Harems gezüchtet und nach der Befreiung Serbiens im 19. Jahrhundert wurde die Pflanze nach Rtanj gebracht und auf der Höhe von 1000 Metern gepflanzt und nur hier gedeiht sie. Anfang August ist die Erntezeit und zu diesem Anlass organisiert der lokale Tourismusverein einen Ausflug und ein Mittagessen im Freien. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts steht Rtanj unter dem Schutz des Nationalen Instituts für Naturschutz. Sie kümmern sich um jede Pflanzenart, in erster Linie sie zu bewahren, obwohl dies eine der seltenen Gebiete Serbiens ist, das nicht viel kommerzialisiert ist. Und selbst wenn man baut, wird auf Tradition und Umweltschutz geachtet.